Hallo Leute, herzlich willkommen auf Sano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Fireworks Mania. Und ja, irgendwas lädt hier gerade. Ah, jetzt ist es wieder. Kann ich jetzt hier auch weiter drücken? Ja, geht's jetzt. Jetzt könnte sein, dass es diesmal hier in diesem Video sogar ein bisschen mehr laggt, dadurch, dass ich eventuell mehr Sachen offen habe. Liegt daran, dass ich einfach viel zu wenig Zeit heute hatte. Also der Tag ist heute ein bisschen chaotisch. Tag wird morgen auch nochmal chaotischer sein, weil ihr wisst ja, in dieser Woche jetzt gerade tue ich sehr viel vorproduzieren. Ich produziere aktuell 4 Videos am Tag. Und das ist wirklich sehr viel, denn ich habe nicht viel Zeit. Also, es könnte sein, dass es jetzt hier ein bisschen rumleckt. Es tut mir leid, ich muss einfach mal heute das so drehen. Wir haben diese Map hier tatsächlich auch schon mal gespielt und ich habe auch einfach keine andere Videoidee gefunden, weil Roblox-Videos dann zu machen ist auch wieder Kacke. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr denn das Kacke findet oder ob ich das machen sollte. In der letzten Folge haben wir ja, glaube ich, hier diese Kollegen hier, die hier stehen, ein bisschen weggebombt, glaube ich. Und wisst ihr was, was wir hier direkt am Anfang machen? Nee, dieses Kind erstmal wegspringen. Das tut mir natürlich sehr leid für das Kind, aber so erstmal hier eine Rakete in ihn. Gut, dann halt in ihn. So, ist die Frage, funktioniert das so? Aber okay. Also es kann halt, wie gesagt, einfach ein bisschen rumlecken. Es tut mir natürlich sehr leid, aber heute ist es einfach mal so. Ich glaube, ich mache das einfach mal hier so ein bisschen. Ich würde einfach mal rausgehen. Einfach mal ein bisschen hier das von der Seite hier betrachten. Mir fällt gerade auf, ich sollte eventuell Zaun ein bisschen einbauen. Oh. Oh, okay. Ich hoffe, denen da drin ist nichts passiert. Moinsen, willkommen. Ey, hier ist ja gerade Sale. Moin, Kollega. Okay, ich höre auf, so zu reden. Das klingt ein bisschen interessant. Du, Boom. Oh, bist du schon hingefallen vor... Oh. Ja, hier ein bisschen davon. Ich glaube, das sollte reichen, um deinen Kopf wegzuballern. Ist das jugendfrei? Ich denke nicht. Ich glaube, das ist da hinten hingefallen. Ich weiß es aber auch nicht so ganz. Ah, Leute, heute ist echt ein chaotischer Tag. Ich hoffe, dass ich heute noch die 4 Videos geschnitten kriege. Ich habe ein Video schon mal fertig geschnitten, weil es kommen ja auch jeden Tag Videos. Das heißt, morgen, also ich drehe immer, also 2 drehe ich immer vor, weil ich produziere ja aktuell vor. Und 2 kommen ja auch, also morgen kommt ja eins auf dem Gaming-Kanal hier und auf meinen React-Kanal. Und ich drehe praktisch ja eigentlich jeden Tag immer nur 2 Videos, aber dadurch, dass ich jetzt noch vorproduzieren muss, drehe ich natürlich 4 Videos. Und ich mache ja auch noch jeden Tag einen Short, das heißt, ich drehe auch noch 4 Shorts an einem Tag, aber die mache ich halt aus meinen Videos. Also das ist jetzt nicht so, also wirklich das Einfachste ist eigentlich das Drehen von den Videos und tatsächlich das, die Shorts. Weil die Shorts gehen von automatisch, ne? Die mache ich, also da drücke ich einmal so einen Knopf und dann wird das schon als Dingsbums gemacht, als Short, ne? Dann passt das. So, wir machen hier mal ein bisschen so blau, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob das hier alles sich entzündet. Ja, ich hoffe mal, das tut's. Vielleicht machen wir hier. Wir machen mal, was machen wir mal? Warte, wir gehen in den Workshop rein. Gehen hier auf Böller. Weil wir haben ja hier natürlich auch andere Dinge, die wir hier noch haben. Die Mods, die ich ja installiert hatte. Irgendwie passt dieses Video auch nicht so richtig. Also, na, ich glaube, das könnte jetzt hier ein bisschen explosiv werden. So. Oder auch nicht. Ah, doch jetzt. Ja.
Oh, jetzt wird es hier ein bisschen blau. Oh nee, die anderen haben sich hier auch entzündet. Es ist ein bisschen blau und man sieht nichts mehr. Da hat, glaube ich, gerade irgendwas geknallt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt macht es hier gleich Bumm. Da oben, auch an der Lampe, seht ihr das hier oben? Da macht es auch gleich Bumm. Jetzt macht es Bumm. Die Russen kommen, die Russen. Sorry, nee, ich habe nichts gegen Russen, Leute. Das kurzer Disclaimer, ich habe nichts gegen Russen. Es ist einfach nur ein Spaß gewesen, ja? Bitte, kann man das ja anzünden oder was? Bitte, sagt nichts gegen mich. Please. Please don't shoot. Okay. Ich höre auf, hier so dummes Zeug zu labern. Was für kleine Dinger sind denn das? Mal sehen, was sie können. Tatsächlich gar nichts. Das sah einfach nur dumm aus. Also, nee, sah tatsächlich cool aus. Ich sehe nichts. Hier ist Qualm. Piss dich, Qualm. Das könnte jetzt wirklich knallen. Bitte krach nicht. Es kracht. Es kracht. Ja. Ich glaube, das ist gut. Wollen wir hier mal ein bisschen so. Sollen wir mal hier einfach so ein paar Böller reinpacken und die dann einfach nach und nach anzünden? Das ist noch eine ganz gute Aufbewahrungskiste hier. Junge, die haben die ja wie perfekt für mich hier hingestellt. So, wenn wir das jetzt einmal anzünden, ich glaube, das könnte ein bisschen nicht so gut werden. Wollen wir hier Doom Booms reinmachen? Wir machen am Ende auch noch diesen Tim und auch eventuell noch die Nuke. Und dann nichts mehr. So. Wir gehen mal hier auf Böller. So, dann hier Doom Booms. Moin, ihr Doom Booms. Und ihr. Warum ist da eigentlich ein Totenkopf drauf? Geht so nett. Und diese Kartons, die stören ja auch ein bisschen, aber egal. So, wir platzieren die jetzt hier erstmal und holen hier das Feuerzeug. Und es könnte sein, dass die anderen jetzt hier mitgezündet werden. Ja, hier ist. Also hier in diesem Supermarkt ist alles noch okay. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Guck mal, die Leute, die liegen hier, die chillen ein bisschen ihre Base. So, hier ein bisschen hier so. Ey, habt ihr den gerade eingekauft oder was? Moin, ihr Kollegen. Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier Folgendes. So, ich will bitte einmal den Mensch kaufen und diese Böller hier. So, ein bisschen hier ins Bein. So, in den Körper natürlich noch ein bisschen. So, hier auch noch. Hier noch so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, zünden wir einfach mal die an. Ja. Ich glaube, der liegt jetzt nicht mehr hier. Junge. Wie das ja auch aussieht, Alter. Was ist denn? Ist hier ein Schlachtfeld? Vielleicht ja. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt so viel hier rein. Lalalala. Heute ist so ein schöner Tag. Findet ihr nicht auch, ihr Leute, die hier drin seid? Wir machen jetzt hier überall. Einmal hier das hier hin. So. Lass mich hier rüber. So, ein bisschen davon. Dann hier noch ein bisschen hier so rein. Da noch ein bisschen so rein. So. Ach. Mann. Ey, wenn ihr so eine Bank ausrauben würdet, Junge. Ich glaube, die Bank ist nicht mehr zu retten dann. So, wir machen jetzt hier überall irgendwie Dumbums hin. Und ich glaube, dass die alle angezündet werden. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich will das. Und mal sehen, was dann passiert. Wir zünden hier auch noch einen Tim drin. Denn der Tim, der muss auch gezündet werden. So, hier noch ein bisschen. So, ein bisschen mal schneller jetzt hier. So, zack, 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 zack. Auch hier draußen würde ich sagen. So. So. Ja, der Lager, der braucht man nicht. So. Ich glaube, es reicht tatsächlich schon. So, wir machen jetzt hier einmal kurz so eine Spur, würde ich sagen. So. Und dann zünde ich einfach mal hier draußen eine an. Und ich würde einfach weggehen. Ja. Ich glaube, das war's.
Nicht? Ja. Okay. Also, ich glaube, wenn da jetzt noch ein Mensch drin wäre, der wäre tot. Nur durch die Vibration ist einfach dieses Auto gerade umgekippt. Ja, also ich glaube, das ist nicht mehr so abwegig. Es explodiert immer noch. Ich frage mich gerade ernsthaft, wann es aufhört. Ja. Also es hört, glaube ich, nie wieder auf. Ach ja, 100 Jahre später. Heute so ein guter Tag. Kennt ihr das? Mal gucken, ob ihr es kennt. Ich hoffe, es ihr kennt's. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, mal reinzugehen und zu gucken, wie es da so aussieht. Ich sehe da schon ein Regal, was umgekippt. Erstmal die Eingangstür. Ich glaube, die ist hier so ein bisschen in der Fensterscheibe drin, aber das macht nichts. Moin! Ich glaube, guter Hüftschwung auf jeden Fall. Ja, du hast hier so, was ist denn das hier? Ich weiß es nicht, was das sein soll. Ja, passt doch alles. Guck mal, hier ist nichts mehr drinne. Alles ausverkauft. Junge, die haben ja hier den Laden komplett leer geräumt. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Tim. Der Timmy. Moin, Timmy. Wie viele machen wir? Ich würde sagen, so viele. Ah, Mama, 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 lass mich hier raus, lass mich hier raus. Bitte, 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 bitte. Ich will hier nicht drin sein. Ich will hier nicht drin sein. Ich will hier nicht drin sein. Jo, Alter. Alles gut bei dir. Breakdance. Oh mein Gott, Alter. Ist es überhaupt Mensch? Also, ich glaube, es ist halb Mensch, halb Gegenstand. Ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich. Oder wo sind die Sachen hin? Ah, moin. Puh. Sind wir hier auf einer einsamen Insel gestrandet oder was? Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, aber mal den Big Boss, den Big Boss rauszuholen. Was ist denn der Big Boss? Mir fällt es gar nicht ein. Die Nuke, genau. Da müssen wir die mal kurz tatsächlich suchen. Hier ist die Nuke. Die Nuke ist der Big Boss. Ja, die macht auch ein bisschen. Ja. Jo. Oha, Junge. Ey, eigentlich hat mein PC das voll gut weggesteckt, oder? Wir gehen mal rein, oder würde ich sagen. Also es ist tatsächlich noch ein bisschen hell. Das liegt einfach an nichts. Ja, also ich glaube, hier sind noch alle Sachen da. Ich würde das einfach mal jetzt hier platzieren. Mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Wir gucken mal von hier. Ja. Okay. Yo, sorry. Ich glaube, der Lager ist gleich nicht mehr vorhanden. Ja, ich glaube, es hat sogar jetzt schon. Man sieht da schon, dass hier irgendwas ist. Ach so, das ist ein Mensch. Oh. Ja, ich glaube, das war mal ein Mensch. Ja, ich glaube, der Lager ist jetzt frei. Also, wenn ihr jetzt neue Sachen braucht, könnt ihr gerne hier einlagern. Junge, das ganze Ding ist weg, Alter. Du machst hier immer noch Breakdance, ne? Joa. Okay, Leute. Ich würde sagen, das Video ist hiermit beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.